Einen Holzbalken in zwei Teile teilen geht schnell. Aber was, wenn der Schnitt auch halbwegs gerade verlaufen soll? In diesem Video stellen wir daher vier Werkzeuge gegenüber, die sich oftmals auch beim Heimwerker finden lassen. Eine Kreissäge, eine Bügelsäge, eine Japansäge und eine Motorsäge. Dabei achten wir auf Geschwindigkeit, Schnittbild, Kraftaufwand und Kosten. Wir beginnen mit der guten alten Bügelsäge. Das Werkstück ist schnell eingemessen und an allen vier Seiten angezeichnet. Dann geht es auch schon los. Der Start ist langsam, damit der Schnitt auch exakt verläuft. Dann geht es etwas schneller voran. Etwas, nicht rasend schnell. Nach einer Weile drehen wir den Balken um und sägen weiter. Und weiter und weiter. Aber jetzt nach knapp 10 Minuten ist es geschafft. Der Balken ist durch. Der Schnitt ist sauber und hat einiges an Kraft gekostet. Dafür ist die Bügelsäge mit 20 Euro auch für jedermann erschwinglich. Als nächstes probieren wir die Japansäge aus. Mit ihr sollte das Schnittbild die wenigste Nachbearbeitungszeit in Anspruch nehmen. Wieder ist der Fortschritt eher gemächlich. Schneiden, wenden, schneiden. Wieder nach rund 10 Minuten ist es uns auch mit der Japansäge gelungen und der Balken ist durch. Der Schnitt ist wirklich glatt, hat ebenfalls eine Menge Kraft gekostet. Mit rund 40 bis 60 Euro liegt der Preis aber schon deutlich über dem der Bügelsäge. Weiter geht es mit der Kettensäge. Einmal angezeichnet ist das Schauspiel aber sehr schnell wieder vorbei, denn einmal angesetzt sind wir auch schon durch den Holzbalken durch. Das Schnittbild ist hier zwar alles andere als glatt, aber zumindest gerade ist er. Und die Unebenheiten lassen sich im Nachgang schnell mal schleifen. In Sachen Geschwindigkeit ist die Motorsäge wohl unschlagbar und Kraft hat uns das auch nicht wirklich gekostet. Schnell, effizient, aber mit rund 200 Euro auch teuer. Als letztes kommt jetzt noch die Kreissäge an die Reihe. Wir schneiden den Holzbalken zunächst auf einer Seite durch. Dann drehen wir den Balken um 90 Grad und schneiden ihn erneut. Das Spiel wiederholt sich zwei weitere Male. Aber leider ragt das Sägeblatt nicht so weit heraus, dass wir den Balken vollständig durchtrennen können. Da muss uns jetzt wohl die gute alte Bügelsäge zur Seite stehen. Viel hat nicht gefehlt. Aber ist der Balken dicker als die doppelte Eindringtiefe, geht es mit diesem Werkzeug leider nicht. Auch das Schnittbild könnte besser sein, der Kraftaufwand mäßig und der Preis mit 130 Euro im oberen Bereich der vorgestellten Werkzeuge. Zusammengefasst kann gesagt werden, dass die gute alte Bügelsäge nicht ausgedient hat. Mit ihr lassen sich sehr gute Ergebnisse erzielen. Die Japansäge sollte bei etwas feineren Arbeiten zum Einsatz kommen, denn hierfür ist sie eigentlich zu schade. Die Kreissäge ist eine Option, wenn kein anderes Werkzeug zur Verfügung steht, aber auch nur dann, wenn der Balken klein genug ist. Auch wenn sie am teuersten ist und das Schnittbild am meisten Nacharbeit benötigt, ist die Kettensäge hier wohl das Werkzeug erster Wahl. Hat dir das Video gefallen, freuen wir uns über einen Daumen hoch. Und nicht vergessen, Daibook abonnieren.